Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf Deutsch. Und zwar möchte ich euch in diesem Video über die Corona-Krise in der Türkei etwas erzählen. Ich würde euch gerne einen Gesamtüberblick geben, wie es momentan dort aussieht, wie das Gesundheitssystem darauf vorbereitet ist, welche wirtschaftlichen Maßnahmen bereits getroffen wurden und wie die Menschen, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Fangen wir mal schnell mit der Anzahl der Infizierten an. Bisher gibt es laut offiziellen Angaben 9217 Infizierte in der Türkei. Und es haben leider bereits schon 131 Menschen ihr Leben verloren. Das sind die offiziellen Zahlen. Und deswegen gibt es die Frage, inwiefern man diesen offiziellen Zahlen trauen kann. Das ist die Diskussion in der Türkei im Moment, weil die türkische Regierung keine Aufschlüsselung über die Regionen, über die unterschiedlichen Regionen gibt. Deswegen kann ich nur das geben, was ich als offizielle Zahl entnehmen kann aus dem Gesundheitsministerium. So, was bisher noch geschehen ist, ist, dass Schulen, Universitäten, Bars und Restaurants geschlossen wurden. Alle Sport- und Kulturveranstaltungen wurden bereits abgesagt. In Supermärkten wird die Kundenanzahl reduziert. Ob die Menschen sich daran halten, ist natürlich eine andere Frage. Es wurden Flüge aus dem Ausland storniert in die Türkei. Das hat die Fluggesellschaft Turkish Airlines bereits am 27. März bekannt gegeben. Und das haben sie heute auch nochmal in der Pressemitteilung aktualisiert, und zwar werden alle Auslandsflüge storniert. Es gibt nur noch Flüge innerhalb des Landes in diese Städte, die ich gleich vorlesen werde. Und zwar gibt es weiterhin sporadische Flüge nach Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Antep, Istanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon und Van. Also die Türkei besteht ja sozusagen aus 7 geografischen Teilen und alle Großstädte aus diesen jeweiligen Regionen sind quasi drin. Dahin kann noch geflogen werden. Die türkische Regierung hat außerdem in den letzten Tagen türkische Studenten aus dem Ausland zurück in die Türkei gebracht. Und die viel wichtige, also nicht viel wichtigere, sondern genauso wichtige Frage war, was uns auch sehr beschäftigt hat hier in Deutschland, was ist eigentlich mit den Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze waren. Der Erdogan hat gesagt, er schließt die Grenzen zur EU, und gestern Abend hat der türkische Außenminister in einem Interview gesagt, dass die Flüchtlinge aus der Grenzzone geholt wurden und bereits in Flüchtlingsheime in 9 Städten verteilt wurden. Sie nennen es nicht Flüchtlingsheim, weil es diesen Flüchtlingen einen legalen Status gibt, sondern der hat gesagt, sie wurden in 9 Städten untergebracht. So, wie sieht es denn mit dem Gesundheitssystem in der Türkei aus, wenn wir mal den Vergleich zu Deutschland ziehen? Es gibt in der Türkei laut offiziellen Angaben 25.000 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Im Vergleich zu Deutschland, in Deutschland haben wir laut der deutschen Krankenhausgesellschaft 27 Intensivbetten. Und die Zahl könnte zeitnah auf 30.000 aufgestockt werden, heißt es in Deutschland. Der türkische Gesundheitsminister hat gesagt, er hat bereits einen Auftrag gegeben an ein Privatunternehmen, dass sie 5.000 Beatmungsgeräte, dass er sie bestellt haben soll. 2.000 sollen schon Anfang April vorhanden sein. Das Problem aber, beziehungsweise es gibt 2 Probleme in der Türkei bezüglich des Gesundheitssystems. Das erste ist, dass Menschen diesen Zahlen, diesen Angaben nicht vertrauen. Es gab nämlich auch sehr verspätet Berichte über die ersten Todesfälle. Da kursierten schon enorme Zahlen auf Social Media und in den Nachrichten war überhaupt nichts darüber zu hören. Und deswegen sagen Menschen, wir sind jetzt sehr vorsichtig, beziehungsweise, das habe ich jetzt abgemildert gesagt, sie sagen, sie glauben diesen staatlichen Angaben nicht. Und deren Problem ist, viele sagen das auf Social Media zumindest, bringen das so zum Ausdruck, dass sie keine Angst haben, krank zu werden, sondern dass sie Angst haben, ins Krankenhaus gebracht zu werden, weil sie nicht wissen, was dann mit ihnen alles passieren könnte. Das ist natürlich eine enorme Sorge und Angst, was diese Menschen haben. Das zweite Problem, was es im türkischen Gesundheitssystem gibt, ist die Gewalt gegenüber das Gesundheitspersonal. Also es war schon
sehr lange Zeit, schon seit sehr langer Zeit ist es so, dass viele Ärzte sich darüber beklagen, dass es Gewalt gibt ihnen gegenüber, dass es Gewalt gibt, dass Menschen sie angreifen, beleidigen. Es wurden bereits mehrere Ärzte verletzt. Das gab es schon immer wieder in den Nachrichten. Heute, interessanterweise, hat mich ein Interview mit einem Arzt sehr beeindruckt. Er hat mit CNN Türkisch gesprochen, also mit der türkischen Version von CNN International. Und er hat die Zuständigen, die Regierung dazu aufgefordert, ein neues Gesetz zu erlassen. Und zwar ein Gesetz, das Gewalt gegenüber Gesundheitspersonal und Ärzte bestrafen sollte. Weil er sagte, wir sehen es auf uns schon zukommen, dass die Gewalt zunehmen wird. Weil die Menschen mit einer ganz anderen Aggression und Psyche zu uns kommen werden. Und da haben wir Angst vor. Das ist, glaube ich, ein sehr ernstzunehmendes Problem. Schauen wir mal auf die wirtschaftlichen Maßnahmen, weil hier in Deutschland wurde ja im Windeseile so ein Rettungspaket verabschiedet, wovon viele hoffentlich profitieren werden. Welche Maßnahmen hat die Türkei bereits dort unternommen? Die Familienministerin, die ebenfalls zuständig ist für Arbeit und Soziales, hat bekannt gegeben, dass in der Türkei 2.111.000 Haushalte monatlich 1.000 Lira, also sagen wir mal 1.000 Euro, wenn wir das mit Deutschland so ein bisschen vergleichen, bekommen werden. Und zwar für die nächsten 3 Monate. Ob das eine Hilfe ist oder nicht, weiß ich nicht, aber immerhin natürlich für die Menschen, die es wirklich nötig haben, ist es schon mal eine gute Hilfe. Und natürlich gibt es in der Türkei auch die staatlichen Banken, also wie die KfW hier in Deutschland, es gibt 3 davon in der Türkei, Ziraatbank, Halkbank, Vakıfbank. Und die haben gesagt, dass sie auch die Voraussetzungen für Privatkredite etwas lockern werden. Also die haben gesagt, wenn Menschen zu uns kommen und sagen wir mal bis zu 10.000 Lira, bis zu 10.000 Euro, damit ihr das auch so ein bisschen plastischer habt, monatlich haben wollen, dann wird es kein Problem sein und die Menschen müssen in den nächsten 6 Monaten keine monatlichen Raten zahlen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin, wie gesagt, hilfsbereit. Und viele Menschen in der Türkei, viele Journalisten, die sich noch trauen, das zur Sprache zu bringen, sprechen darüber oder erklären, wie die Situation in Deutschland aussieht, wie es in den Staaten, in den USA aussieht und ziehen immer wieder diese Vergleiche. Was machen andere Länder und wie sieht die Situation bei uns aus? Das Problem ist, wenn man das kritisiert, und zwar öffentlich kritisiert, muss man auch mit staatlichen Repressionen rechnen. So war es zum Beispiel, dass ein LKW-Fahrer auf Social Media ein Video gepostet hat und gesagt hat, ich muss jetzt weiterarbeiten, mir nützt diese Ausgangssperre, all das nichts, weil ich muss arbeiten. Wovon soll ich sonst leben? Diese Person wurde erstmal in Polizeigewahrsam genommen, dann gab es ein bisschen Druck aus der Gesellschaft. Es hieß, er wurde wieder freigelassen. Und wisst ihr, das ist so das Problem. Wenn Menschen kein Vertrauen in die Medien haben, dann gewinnt Social Media, wie in arabischen Ländern zum Beispiel, enorm an Kraft. Alles, was da gepostet und geteilt wird, bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, weil die Menschen sagen, hier können wir zumindest ohne Zensur unsere Meinung zur Sprache bringen. Da gibt es aber auch sehr viel Desinformation, das muss man auch dazu sagen. So, wie gehen denn die Menschen mit dieser Krise um? Also, es scheint tatsächlich ein internationales Phänomen zu sein, dass es diese Corona-Partys überall auf der Welt gibt. Die gibt es auch in Istanbul zumindest. Und eine wurde auf Social Media massiv diskutiert und kritisiert. Ich fand diesen Artikel bzw. das Interview mit dem einen Gastgeber, es waren nämlich 3 Gastgeber, die das veranstaltet haben, da sagte er, fand ich total lustig. Er sagt, ja, es war schönes Wetter, ich wollte einfach nur grillen mit so 2 Kollegen von mir, 2 Freunden. Und dann haben wir ein bisschen getrunken, dann waren wir gut drauf und haben dann gesagt, warum sollen wir nicht noch mehr Menschen einladen? Und das, wo alle Menschen einfach sagen, zu Hause bleiben, soziale Kontakte vermeiden. Und dann gab es Bilder und Videos von dieser Party. Da wurde wirklich wild gefeiert, ja, mit so Atemschutzmasken und auch so Ärztekittel und was alles so dazugehört. Ziemlich bescheuerte Fotos und Videos gingen auf jeden Fall rum. Auf jeden Fall wurden sie auch in Polizeigewahrsam genommen. Und er hat gesagt, dass er das sehr bereut, dass er diese Party gemacht hat. Das mit den Corona-Partys scheint es überall zu geben. Ein weiteres Problem sind leider Gottes die älteren Menschen, vor allem die ab 65.
Ich nenne das Problem, weil es tatsächlich ein Problem wurde. Es gab sehr viele Vox Pops, also die Zuständigen haben gesagt, vor allem alte Menschen, bitte, 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 ihr müsst jetzt zu Hause bleiben, weil ihr in der Risikogruppe seid. Dann hat man Vox Pops gesehen, also so Straßeninterviews mit alten Menschen. Ich erinnere mich an eine Aussage, wo der Reporter sagt, ja, eigentlich sollten sie doch zu Hause bleiben, sie dürfen ja gar nicht mehr raus, sie sollten nicht mehr raus. Und dann sagt er wirklich so, wo ist denn das Virus? Ich sehe es nicht. Sehen Sie es? Ich sehe es nicht. Mir wird schon nichts passieren. Und genau dieser Satz, beziehungsweise die Mentalität, die dahinter steckt, mir wird schon nichts passieren, wird sehr stark kritisiert, weil sehr viele alte Menschen das nicht ernst zu nehmen schienen. Denn dann kam die staatliche Regulierung. Jetzt dürfen alte Menschen ab 65 nicht mehr auf die Straße. Es musste sogar so weit kommen, dass eine Stadt die Bänke in den öffentlichen Räumen hat rausziehen lassen, weil alte Menschen sich immer noch auf diesen Bänken getroffen haben, ein bisschen geplaudert haben und so. Dann hat die Stadt gesagt, alles klar, weg mit den Bänken, sodass sie sich nicht mehr hinsetzen können. Entschuldigung. Das Problem ist nämlich in der Türkei, es leben sehr viele alte Menschen noch mit ihren Familien zusammen. Also die meisten wohnen dann nicht im Seniorenheim, sondern bleiben bei der Tochter, bei dem Sohn, selbst wenn diese Familien haben. Das heißt auch kleine Kinder haben. Und wenn ein alter Mensch, eine alte Dame sich ansteckt, ist die Gefahr sehr groß, dass auf einmal ein ganzer Haushalt auf einmal Corona bekommt. Und deswegen sagen die Zuständigen, diese Menschen müssen jetzt sehr viel aufpassen. Sogar die Rentnerprämien wurden erstmal storniert werden, weil man gesagt hat, es gibt sehr viele Menschen, die zur Bank gehen, also sehr viele Rentner, die zur Bank gehen, um ihre Prämien abzuholen. Dabei dürfen die das nicht. Also entweder gibt es die Möglichkeit, das online zu machen, oder es wurde auch empfohlen, junge Familienmitglieder, so Enkelkinder dorthin zu schicken oder die Kinder dorthin zu schicken. Das haben viele auch nicht respektiert und beachtet. Also gibt es jetzt eine Ausgangssperre für Menschen ab 65. Ich schaue mal auf meine Notizen, was ich sonst noch so sagen wollte. Ach so, genau. Es ist interessant in der Türkei zu beobachten, dass solche Konflikte, die eine ganze Gesellschaft betreffen, plötzlich eine sehr große Solidarität auch hervorrufen, so wie es damals eigentlich vor ein paar Monaten bei dem Erdbeben war. Da gibt es sofort Spendenaktionen und Menschen kommen zusammen, machen Aktionen und helfen sich gegenseitig. Ich glaube, das hat so ein bisschen, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, und mein Kommentar sozusagen dazu. Das hat auch damit zu tun, dass man sich nicht so wirklich auf die staatlichen Regulierungen und Hilfen und Maßnahmen verlassen kann. Da merkt man also, okay, jetzt müssen wir wirklich zusammenkommen und etwas dagegen tun. So hat es auch zum Beispiel der Rocksänger Haluk Levent gemacht. Er hat jetzt eine Spendenaktion gestartet und möchte Menschen helfen, die jetzt in dieser Krise keine wirtschaftliche Grundlage mehr haben. Ansonsten wird noch diskutiert, ob es in den Großstädten wie Istanbul oder Ankara oder Izmir eine Ausgangssperre geben sollte. Das steht aber noch zur Diskussion. Und falls es soweit sein sollte, würde ich euch gerne nochmal über diesem Wege informieren. Falls ihr Fragen haben solltet oder Themen, die ich gerne hier so behandeln sollte, schreibt es bitte unten in die Kommentare und ich werde es versuchen, soweit es geht, zu realisieren. Momentan mache ich nämlich viel mehr Videos auf Türkisch für die Menschen in Deutschland, weil ich merke, dass es da tatsächlich ein großes Bedürfnis nach Informationen gibt und einen großen Bedarf. Deswegen würde ich sagen, abonniert einfach meinen Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Sobald ich ein Video gepostet habe, werdet ihr das erfahren und sehen. Und wenn ihr auf die Glocke, auf dieses Symbol da unten klickt, dann bekommt ihr auch sozusagen eine kleine Nachricht, wenn ein Video von mir online gegangen ist. Ja, sofern, genau, soweit dazu. Schreibt mich einfach auf allen Social Media Kanälen an. Ich bin für jeden und jede erreichbar und versuche auf die Fragen einzugehen, die ihr mir schickt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video.